1,5 Milliarden Menschen in aller Welt beten zu Allah und folgen den Weisungen seines Propheten Mohammed. Für alle Muslime gelten 5 grundsätzliche religiöse Pflichten. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Das bedeutet übersetzt, es gibt keinen Gott außer dem einen Gott und Mohammed ist sein Gesandter und ein Diener. Muslime sprechen regelmäßig das Glaubensbekenntnis. Jeden Tag, ihr ganzes Leben lang. Gläubige Muslime sind verpflichtet, 5-mal am Tag zu beten. Vor dem Gebet ziehen sie die Schuhe aus. Denn die Betenden und der Gebetsraum müssen rein sein. Deshalb waschen sich die Gläubigen auch. Beim rituellen Gebet richten sich Muslime gen Mekka. Danach führen sie eine Reihe von genau festgelegten Bewegungen aus und sprechen die Gebetsworte. Zum Glauben aller Muslime gehört, einen Teil dessen, was sie selbst besitzen, abzugeben. Als Ausgleich zwischen Arm und Reich. Besonders wichtig ist dabei eine jährliche Spende, die Zakat. Zu den Pflichten der Muslime gehört auch, 30 Tage im Jahr zu fasten. Das geschieht im Fastenmonat Ramadan. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang soll man nichts essen, nichts trinken, nichts runterschlucken, sage ich mal, gar nichts. Abends gibt es dann ein Essen, zu dem sich Verwandte, Freunde oder Kollegen gegenseitig einladen. Einmal im Leben eine Pilgerreise nach Mekka zu unternehmen, in die Geburtsstadt des Propheten Mohammed, ist die Pflicht aller Muslime, die dazu in der Lage sind.